Miitopia, Zwergenfürst, Part 28, braucht Futter. Genau. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardon zu einem neuen Part Miitopia mit dem Zwergenfürst. Des dunklen Fürsten ist echt riesig. Ja, das mag sie sein. Stell dir mal vor, du müsstest hier sauber machen. Bestimmt hat er deswegen all die Gesichter gestohlen. Das wird sein, Sarah, das wird sein. Genau das ist der Grund. Genau das muss der Grund sein. Damit sich die Monster für ihn putzen. Das ist das. Das ist die einzig logische Erklärung. Vielleicht nicht ganz die einzige. Joa, dann geht's jetzt weiter in der Burg des dunklen Fürsten. Bitte keine Kämpfe mehr. Doch, sowas von werden neue Kämpfe kommen. Und zwar sehr schnell, sehr bald. Finne! Da ist Finne ohne Gesicht. Nein, mein Kätzchen. Finne, Dämon! Ach du Schande. Ach du Schande. Ein Finne-Dämon. Und wir sind nur in diesem Team hier. Unser restliches Team ist von uns getrennt. Ich teste mal das strafende Licht aus. Neue Technik. Zweig ist dran. Strafendes Licht. Daneben? Was? Daneben? Gibt's doch gar nicht. Endlich mal eine Attacke, die ich einsetzen kann, die etwas bringt. Und dann auch noch daneben. Ich glaube es nicht. Okay, die anderen werden hier hart attackiert. Okay, Zangenangriff. So, wir werden siegen. Wir können das schaffen. Glaube ich auch. Ich habe erstmal in die Ruhezone gesetzt, damit sie sich ein bisschen erholt. Ich will jetzt aber unbedingt das strafende Testlichten, genau. Strafendes Licht, komm, schaffst das, was daneben, wie geht denn das? Trefferquote von 2%, nur nichts daneben. Was hat er gesagt? Hab nicht gelesen, sorry. Was, nicht 2 besiegt. So, lieben Streuer auf mich. Ultrastreuer auf Dara und Blacky. Mal sehen, was es bringt. Jetzt bin ich böse, okay. Blacky, die zweite ist wohl für immer. Game over. Ich habe mich wieder erholt. Bin wieder normal. Bin noch ein bisschen erkältet. Sorry, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen schniefe. Schnaufze. Nicht so extrem wie die hier. Wie Sarah und Blacky, aber so ein bisschen. Nein! Ich habe keine Lebenssteuer mehr. Ach, Schande. Steuer eingesetzt. Was soll denn das hier werden? Nein, Blacky ist Game Over. Nein! Nein! Was soll denn das? Das werden wir doch wohl schaffen. Das sieht wohl gerade nicht danach aus, aber... Ach du Schande. Was soll denn das hier werden? Das passiert nicht normal. Müssen wir wohl einen anderen Weg vorher nochmal nehmen? Wie es aussieht? Ich hatte mich für den Hauptweg entschieden, weil ich dachte, geht's gleich weiter. Mal direkt aufwärts, nachdem wir im letzten Part nur rumgetrödelt haben. Und dann gehen wir mal diesen Weg hier. Wow, eine Falle. Und trainieren ein bisschen für den Bosskampf, der gerade kam. Vielleicht sind wir dem dann sehr bald gewappnet. Böse Banshee,
strafendes Licht. Komm, ich will's mal sehen, was passiert daneben. Geht diese Attacke immer daneben? Wie Platscher oder was? Platscher 0,1% Chance. Das Herz von Blackie mit Dunkelheit gehüllt. Aber sie ist nicht in Dunkelheit gehüllt. Sie hat scheinbar überstanden. Sie hat überlebt. Konnte ihr nichts antun. Zangenangriff. Okay. Eine dieser. Was sind das für Viecher? Besiegt. Sind doch diese. Quälgeister, genau. Quälgeister sind das. Attacke. Superb. Ich mag die Priesterklasse nicht mehr. Ich will wieder meine Wissenschaftlerklasse zurück. So lästig hier. Ich kann außer Heilung nicht wirklich was einsetzen. Und diese strafende nicht, das bringt auch nicht wirklich was. Wo ist lang? Nach oben ist immer gut. Ich will jetzt, übertreib nicht. Könnt nicht lesen, was gerade passiert ist. Wir sind geschwind wie der Wind. Ein Furie. Nein, nicht schon wieder. Das kennen wir doch schon, wie das damit aussieht. Lebenssteuer aktiviert. Angegriffen. Warte, ich hab da was. Ultrasteuer. Alle Ultrasteuer besessen. Das könnte doch was bringen. Das war unmöglich. Okay, Blackie ist am Boden. Können wir nicht wieder beleben. Ha! Siehste, so geht das. Da sind die Attacken immer stärker. Da ist der Angriff gegen eine Furie viel besser. Viel einfacher. Können wir etwas langsamer machen? Ja. Hier ist erstmal eine Schatztruhe. Öffnen wir sie. Was? Keine Monster drin. Ein Teufelstörtchen. Okay, eine Falle wäre mir lieber, weil ich muss trainieren. Ein Gasthaus. Das ist mir auch lieb. Können wir ein bisschen schlafen und uns ausruhen. Ich gehe noch aus Grund von Training mal den anderen Weg auf der Gabelung, den wir nicht gegangen sind. Das ist der Weg geradeaus, also nicht nach oben, sondern nach links sozusagen. Und zwar den hier. Genau den Weg. Bin ein bisschen außer Puste. Das glaube ich dir, du rennst die ganze Zeit. Zweck ist erschöpft. Fällt in einen Haufen Matsche. Hoppla. Und die Blackie läuft einfach weiter. Zweck ist wütend auf Blackie. Ja, ihr hört sie auch nicht, einfach weiterzulaufen. Man hilft vielleicht auf oder irgendwie anders behilflich. Flink wie ein Wiese in den nächsten Kampf mit einer bösen Banshee und einem Brillengeist. Will vor Zwecke angeben, okay. Erst nicht aufhelfen und dann noch angeben wollen. Strafendes Licht, lass doch mal funktionieren. Daneben, das ist wohl eine Daneben-Attacke, das ist nichts passiert. Der Platscher in Utopia. Joa. Ich weiß nicht, vielleicht wird dieser Part auch wieder so ein Trainingspart. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir diesen Finnegeist oder was das war, noch schaffen, weil so ereignislos wie der letzte Part will ich den jetzt nicht haben. So wie der Riesenwaffenpart. Muss doch auch nicht sein. Ich war erkältet. Für diesen einen Part geht das, aber ich bin immer noch erkältet, aber es muss immer was passieren in dem Part. Das muss doch fürs Thumbnail benutzen können auch. Kann ich immer Riesenwaffen als Thumbnail benutzen. Sekunde, Riesenwaffe. Das sieht auch episch aus. Das Mikrofon. Als Riesenmikrofon. Schon vorbei. Das ist gar kein Mikrofon mehr, sondern ein Maxifon. Mikro heißt ja eigentlich klein. Ist nur noch ein Phone. Kein Minifon. Kein Mikrofon, sondern eine Frau. Gasthaus. So. Hab's mal zusammengestellt. Hier, Blackie mit Blackie und ich mit meiner Schwester. Was passiert bei den Blackies? Auf jeden Fall. Wackelt's ein bisschen, wie man vorspult. Ich hab was eingekauft. Ich hab was für dich. Ein Geschenk von Blackie die Zweite. Für Blackie die Erste. Ein Tambourin.
Okay. Hintergrundmusik für die Videos erstellen oder was? Blackie freut sich sehr. Nächste Beziehungsstufe zwischen Blackie und Blackie. Gute Bekannte, Level 7 erlernt Krankenbesuch. Aha. Und zwischen mir und meiner Schwester läuft nichts. Der letzte Part war so ein bisschen zu kurz, deshalb kann dieser Part auch ein bisschen länger werden. Das ist nicht schlimm, wenn ich jetzt hier das Training mache und dann noch versuche, den Bossgegner Finde zu besiegen. Ist vielleicht nicht ganz so übel. Wenn wir das noch diesen Part schaffen, sind wir bald im Gasthaus. Durchhalten. Heute kann ich auch ein bisschen länger durchziehen, weil ich mich einigermaßen gut fühle wieder. Umsonst in einer Schatztruhe. Farbe Schwarz gibt es hier gar nicht mehr. Mist. Müssen wir einen Blauton hier nehmen. Blau passt zum Stab. Okidoki. Noch mehr Schatztruhen oder was? Nein, ein Gasthaus. So, ich versuch's nochmal mit dem Kampf gegen das Finne-Monster. Mal sehen, wie es wird. Vielleicht den Ultrasteuer verwenden. Finne! Mein armer Krater hier. Sein Gesicht wurde geklaut. Finne-Dämon. Ach so, ein Dämon war's. Genau. Dann setzt diesmal nicht auf strafendes Licht. Sondern zu Beginn mal auf den Dämonenstreuer. Quatsch, auf den Ultrastreuer. Hab ich was verwechselt. Da sind die Attacken ja stärker. Ich bring's ja was. Das ist in Ordnung. Zwecki. Ich muss das jetzt so hyperaktiv sprechen. Nein, Sarah! Nicht schon wieder. Das fängt hier super an. Wir haben noch alle die Ultrasteuer. Schaffen wir. Kommt, haut rein mit eurer geballten Kraft. Sie kocht. Okay, ich bin kampfunfähig. Ja, das bringt leider mit sich. Kampf. Hält irgendwie. Okay, ich muss in die Ruhezone. Den anderen geht's auch gerade nicht gut. Okay, Blick kriegt was zum Ampfen. Köstlich. Den Spielsteuer eingesetzt. Ich bemerke es erst jetzt, dass die ganze Musik auch schneller ist. So, alle wieder halbwegs gebrauchbar. Außer Blackie, die wurde gerade angegriffen. Okay, das sieht nicht gut aus. Der Dämon ist noch... ja, ziemlich... schaut euch seinen HP-Balken an. Blackie muss mal in die Ruhezone. Tut mir leid. Aber die... die Ultrasteuer sind verbraucht. Ich greife an. Attacke. Bringt zwar nur 16 plus 11 Abzug. Oh, HP-Banane. Das ist immer sinnvoll. Sarah in die Ruhezone und für mich den HP-Streuer. So, alle wieder geheilt. So, greift an. Komm, das kriegen wir hin. Muss doch machbar sein. Attacke. 16. 27. Oh nein. Oh nein, das Team. Lässig. Zu langsam. Ich verbrauche den Spielsteuer. Dann lieber geht das Team in die Ruhezone und ich kann kämpfen, als dass ich in die Ruhezone gehe und ja, nicht mit kämpfen kann. 13. Sarah in die Ruhezone. Komm, wir retten Finne. Das schaffen wir in diesem Part noch. Komm, das kriegen wir hin. Gemeinsam. Stark.
So, wir werden nicht müde. Werden Sie etwa müde, hat er gesagt. Nein, wir werden nicht müde, wir geben niemals auf. Zum Glück greift er ja mal die Falschen an. Er hätte mich angreifen können. Und dann wäre es böse ausgegangen. Jetzt kann ich in die Ruhezone. Sekunde mal. Riesenwaffe. Nice. Aber schade, schade. Schade, Banane. Frisch. Naja, das hat nicht lange gehalten. Zangengriff. Okay, Sarah heilt mich. Ich bin nicht der Heiler. Ich greife bloß immer an. Müsste eigentlich dazu zuständig sein. Müsste eigentlich meine HP, mein MP dafür verbrauchen. Rechen gelernt. Kann ich jetzt mal machen. Heilung auf Blacky. Da ich ja hier der Heiler bin, kann ich das auch mal machen. Feuer! Feuer frei. Was? Was ist jetzt passiert? Nein! Der Heiler kann nicht alle heilen. Ich hab noch welche. Ach so, HP-Bananen vergeben. Blacky heilt sich selbst. So mal den HP-Streuer alle gemacht. Scheiße, ja. Jetzt ohne HP-Streuer ist das ein bisschen blöd, aber ist auch schon zu 2/3 besiegt. Was ist los? Warum liegen die auf dem Boden? Kleiner Snack für Blacky. Mampf. Sieht sehr weinerlich aus. Sie sieht sehr weinerlich aus. Was ist los? Ich konnte es nicht. Zwicky ist zu nervös. Okay. Wieso bin ich nervös? Okay, Blacky ist nicht mehr nervös. Gut, dann muss ich mich mal in die Ruhezone begeben. Nächste Beziehungsstufe. Zwischen mir. Nein, zwischen Blacky und Blacky. Geben gelernt. Oha. Es haben andere Leute nötiger, in die Ruhezone zu kommen. Neue Technik, Festmahl. Fast fertig. Alle geheilt oder was? Hui, das ist gut. Danke, Sarah. Das haben wir gerade gebraucht. Flüchtige Bekannte. Oh, Level 2 zwischen Blacky und Sarah. Kennen sich scheinbar noch gar nicht. Hab mich wieder aufgerappelt. Achtet auf die Deckung. Wir werden siegen. Diesmal glaube ich das wirklich. Ja, die ist bald besiegt. Ich hoffe zumindest drauf. Zangengriff. Kocht nochmal für Blacky. Wundervoll. Haben wir hier 2 Heiler. Dann ist es ja wirklich nicht nötig, dass ich hier noch länger Heiler bin. Wenn ich demnächst mal den Heiler, den Priester ablegen. Mein Zölibat ablegen. Nicht wieder an Blacky ranschmeißen. Das war ein verrückter Insider. Natürlich schmeiße ich mich an Blacky rein. Nein, Blacky! Bitte geh nicht! Ja, sie ist ja angeknackst, wollte ich auch gerade sagen. Sie soll nicht gehen. Zuverlässig. Blacky mal in die Ruhezone. Was ist mit Lisa? Liegt da auch rum und... Nein! Ist sehr besorgt. Mein Nebensteuer habe ich schon verbraucht. So eine Schande. Jetzt bin ich Game Over. Jetzt kann ich die nicht mehr heilen. Sarah, du bist die einzige Heilerin jetzt im Team noch. Streng dich an. Die Streuer sind auch alle schon aufgebraucht. Na los. Komm, ihr schafft das. Mein Team, seid stark. Er hat nicht mehr viel HP. Ihr könnt es schaffen. Mampf hält sich selbst, okay. Wenn es hilft. Nein. Nein. Lisa besiegt. Schlecht, schlecht. Sarah ist auch fast Game Over. Da hat's Blacky geschafft. Ja, nice. Nicht übel oder was?
Fennibel gesiegt, gerettet. Habt's Dank. Fennibel, komm wieder zu uns, komm ins Team. Deine Katze im Team. Das wird morgen sicher wehtun. Level up für Zwergi. Level up für Blacky. Also einen Heiler brauchen wir immer in einem Team. Da müssen wir schon drauf aufpassen, dass da einer mit drin ist. Das ist der Koch ganz gut und der Priester ganz gut. Ganz gut. Ja. Du bist gekommen. Ja, ich bin gekommen. Na klar. Ich bin froh, dass du dein Gesicht zurück hast. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Am ersten muss ich ja mal ordentlich ausschlafen. Jo, da ist gleich ein Gasthaus. Da können wir uns ausruhen. Finn ist zum Gasthaus aufgebrochen. Ich kippe gleich um. Du machst doch Witze. Der Fotograf. Wanderfotograf Dehner. Ich bin der Wanderfotograf Dehner. Magst du dieses Foto kaufen, was ich vorhin gemacht habe? Am gerne noch aus Bosskämpfen immer. Bitte geh nicht. Das hast du doch zu Blacky gemacht, nicht zu Sarah. Ach, was soll es? Oh ja, ich kauf's. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Das ist das Gasthaus. Juhu. Nein. Sarah muss auf dem Flur schlafen. Pech gehabt. Brich mein neues Catsuit. Macho Catsuit. Hier hast du. Macho ist aber. Bekommen. Glitzermikro. Lisa. Glitzermikro wurde gekauft. Verstärkung von 47 auf 53. Oha. Aus. Die anderen wollen nur HP-Bananen. Muss nicht unbedingt. Haben wir genug im Vor. Und da treffen wir wahrscheinlich jetzt auf unser Team. Den Rest des Teams. Hm. Wie es wohl den anderen geht. Inzwischen. Ach, die muss jetzt erstmal steuern. Noch ein Bosskampf oder was? Es hilft nichts hier rum zu lungern. Gehen wir weiter. Dann das Ganze nochmal mit denen. Wie das wird. Ja, ihr wollt zusammengesetzt werden. Putin, willst du? Alleine bleiben. Und Anli freundet sich mit Putin an. Alles klar. Oh yeah. Anli singt ein Lied. Yeah, yeah, oh yeah. Putin stimmt mit ein. Nein. Wie sollte das verrückt sein? Sind sie dann auch? Dann kann ich mal diesen Part an dieser Stelle beenden. Lang genug ist er ja bestimmt schon. Wir haben einiges in diesem Part geschafft. Wir haben unser Team, naja, haben wir noch nicht wieder. Finn haben wir gerettet. Und jetzt müssen wir im nächsten Part mit diesem Team hier, mit Annelie, mit Trump und mit Wladimir Putin hier mal uns durch die Gegend wagen. Das machen wir im nächsten Part. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst eine Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehm frostigen Tag. Gehabt euch wohl und haut wie immer rinne. Ciao, ciao.